Hallo ihr Süßen, wir haben heute eine Premiere und zwar drehe ich heute mein erstes Follow Me Around Video mit euch. Wo soll es hingehen? Es soll quer durch Wien gehen zu Primark. Ich habe irgendwie voll Bock auf Primark Shopping und ich konnte jetzt irgendwie so lange nicht shoppen gehen, weil mein Knöchel gebrochen war. Und jetzt ist endlich die Schiene weg und ich kann endlich wieder shoppen gehen und ich freue mich so, yay. Und deswegen dachte ich mir, ich nehme euch da jetzt ganz einfach mal mit am Weg zu Primark. Und wer weiß, wo ich noch so hingehe, das werden wir dann sehen. Und ja, ich habe zwar noch irgendwie keine Ahnung, wie ich beim Autofahren filmen soll. Ihr könnt mir ja mal irgendwie drunter posten, wie ihr das so macht mit dem Filmen beim Autofahren, weil ich habe irgendwie vergeblich versucht, irgendwo eine Kamerahalterung fürs Auto herzubekommen. Das war aber irgendwie nicht möglich, weil es gibt zwar auf Amazon eine, aber die kann man nicht nach Österreich bestellen. Und in diesen ganzen Technikläden gab es das irgendwie nicht, also ziemlich doof. Aber gut, ich werde mein Bestes versuchen, trotzdem irgendwie ein bisschen zu filmen. Und dann sehen wir uns wieder, wenn ich angekommen bin. Bis dann! Was ich an Wien besonders liebe, 1000 rote Ampeln, Stau, 1000 rote Ampeln, Stau und nochmals 1000 rote Ampeln und Stau. Juhu! So ihr Lieben, wir sind jetzt am Ziel angekommen, wir sind jetzt in diesem fetten Einkaufszentrum, wir sind jetzt bei Eingang 2, da ist Saturn, das ist dieses Elektrogeschäft, das ist das einzige, in dem ich noch nicht war, wegen dieser doofen Kamerahalterung. Und ich werde da jetzt mal reingehen und hoffe sehr, sehr stark, dass die diese Kamerahalterung da haben, weil das ist voll doof, während dem Fahren zu filmen, das geht irgendwie nicht, weil die Kamera die ganze Zeit umfällt und ich brauche diese Kamerahalterung und ich hoffe, ich bekomme die da jetzt. Sonst bin ich jetzt nämlich umsonst zu Eingang 2 gefahren und ich muss nachher zu Eingang 8. Ihr müsst wissen, dieses Einkaufszentrum ist ziemlich groß und so vom einen zum anderen Ende zu gehen ist ziemlich, irreal irgendwie. Und es geht auch gar nicht, weil immer solche Zaunabsperrungen sind. Ich kann euch das mal zeigen. Seht ihr das? Da vorne ist ein Zaun und man kommt irgendwie zu Fuß gar nicht drüber. Man muss da mit dem Auto rüberfahren. Komplett krank. Aber ich werde jetzt mal da reingehen zu Saturn. Jetzt hier gehen. Saturn. Und hoffe, dass die so eine Kamerahalterung für mich haben. Ich melde mich dann gleich wieder und sage euch Bescheid, was dabei rausgekommen ist. So Leute, die hatten das da. Ich hatte Glück. Yay! Wir werden das Teil dann zusammen im Auto anschauen und auspacken und verwenden. Und alle Leute glotzen einen voll komisch an, wenn man sich selber beim Reden fühlt. Komisch. Aber hier ist Burger King. Burger King und ich habe Hunger. Und deswegen gehen wir jetzt zu Burger King und holen sich Essen. So, ich war jetzt bei Burger King und habe mir Essen geholt, weil wie gesagt, ich hatte schon total Hunger und ich habe so gehofft, dass mir heute irgendwann Burger King unterkommt. Weil ihr glaubt es nicht, letztens habe ich nach einem Burger King gesucht und musste dafür ca. 20 Minuten Umweg fahren, weil nirgendwo ein Burger King war. Weil dieser Shopping Center so groß ist, dass ich von einer nicht ans andere Ende kam und dann irgendwie voll kompliziert über die Autobahn fahren musste. Und ach, aber heute war der Burger King direkt am Weg und deswegen habe ich mir jetzt Essen geholt. Und ich zeige euch jetzt auch was. Also ich habe geholt einen Veggie-Burger. Ich liebe Veggie-Burger von Burger King. Und Pommes und ein Cola. Sehr gesund alles, wirklich sehr vorbildlich und gesund. Nehmt euch bitte kein Beispiel an mir. So, Burger King Essen war voll, voll lecker, aber jetzt kann ich nicht mehr. Jetzt bin ich voll, voll. Da habe ich jetzt diese Kamerahalterung hier ausgepackt, dass ihr die mal sehen könnt. So sieht das nette Teil aus. Es ist fraglich, wo ich das jetzt am besten befestige. Weil irgendwie, ich kann es nicht so befestigen, dass ihr die Straße seht, aber ich kann es befestigen, dass ihr mich seht. Ich werde mir das jetzt da mal kurz anschauen und werdet dann ja sehen, wie ich es befestigt habe. Und ja, ich habe jetzt hier ins Navi eingegeben, Eingang 8, weil ich muss zu Eingang 8 und ihr glaubt es kaum, wir fahren jetzt 8 Minuten, bis wir zu Eingang 8 kommen. Und das heißt, ihr könnt euch jetzt die Dimensionen von diesem Einkaufszentrum ausrechnen, wenn man von einem zum anderen Eingang 8 Minuten Auto fahren muss. Oh Mann. Das heißt, ich werde jetzt auch mal aufhören und mal mich auf den Weg machen zu Eingang 8, weil da ist nämlich Primark und da wollte ich ursprünglich hin und es ist jetzt schon voll spät. Wie spät ist es eigentlich? Es ist jetzt schon 15.44 Uhr. Und bei Primark braucht man immer voll lange Zeit und deswegen besser, ich mache mich jetzt mal auf den Weg und wir sehen sich dann gleich wieder. We'll be right back.
So, wir sind jetzt da bei Primark. Ich zeig's euch gleich, wenn ich aussteige. Und ja, ich weiß nicht, ob das jetzt so der Burner war, mit auf der Seite rausfilmen. Ich war irgendwie nicht fähig, dieses doofe Teil vorne an die Scheibe zu montieren. Irgendwie muss ich mich damit nachher nochmal genau auseinandersetzen, um eine optimale Lösung zu finden. Aber naja, kein Meister ist noch vom Himmel. Ja, und jetzt gehe ich mal zu Primark. Endlich am Ziel angekommen. Wir haben jetzt mittlerweile 15:58 Uhr. Und ja, danach werdet ihr sehen, wie meine Ausbeute war. Seht ihr? Primark! 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 Yay! Schnell! Nicht zu ihm! Shoppen! 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 Primark! Shoppen! Sie haben ihr Ziel erreicht. Sie sind jetzt bei Primark. Packen Sie schnell die Kamera weg, damit Sie nicht noch 1000 Leute blöd anklotzen. Hey Leute, ich bin jetzt fertig bei Primark. Und ja, es kam nicht allzu viel dabei raus, weil da war so viel los. Und man darf ja immer nur 8 Stücke in die Umkleidekabine mitnehmen. Und ich habe immer natürlich viel mehr. Und das ist voll mühsam, wenn man sich dann jedes Mal aufs Neue 10 bis 15 Minuten anstellen muss, weil da so viel los ist. Daraufhin habe ich es jetzt nach dem zweiten Probierdurchgang auch aufgegeben. Weil das war mir zu mühsam. Und ich werde jetzt irgendwie mal schauen, dass ich zu Claire's gehe und zu New York gehe und hoffe, dass dort nicht so viel los ist. Weil das bringt einfach gar nichts. Ich werde komplett aggressiv von der ganzen Matterei. Ja. Und deswegen kam jetzt nur mal das raus. Also so ein Minisack voll. Und ich denke, als ich das letzte Mal rausgehe, waren es 2 prall gefüllte Säcke. Aber da musste ich auch nicht jedes Mal 10 Minuten bei der Umkleidekabine anstehen. Ja, ich zeige euch das in einem Haul-Video alles mal genauer und gehe jetzt mal zu Claire's. So Leute, ich war jetzt noch bei Claire's und haben mir da jetzt 3 Nagellacke gekauft. Die haben so coole neue Nagellacke. Also das waren schon wieder solche Nagellacke, wo ich nicht widerstehen konnte. Und es passiert einfach immer wieder, obwohl ich schon so viele Nagellacke habe, dass ich sie in meinem Leben wahrscheinlich niemals alle aufbrauchen kann. Aber die waren wirklich cool. Ich werde es euch in meinem Haul-Video zeigen. Ich werde es gleich heute oder morgen drehen, dass ihr es dann bald demnächst mal habt. Ja, eigentlich wollte ich jetzt noch zu New Yorker gehen, aber irgendwie, ich habe keinen Bock mehr. Ich verstehe nicht, wie manche Leute wirklich stundenlang shoppen können. Ich war jetzt wahrscheinlich so 1-2 Stunden, wenn überhaupt, wir werden es im Auto gesehen. Und ich habe überhaupt keinen Bock mehr. Ich kann das nicht. Bei mir sind noch 1-2 Stunden immer genug. Oder weil Menschen, die mich komisch angeschaut haben. Deshalb habe ich kurz aufgehört. Ja, jedenfalls, nach 1-2 Stunden habe ich immer gar keinen Bock mehr zu shoppen. Und ich bin jetzt auch schon wieder auf 180. Mich macht Shoppen auf Dauer so aggressiv. Vor dem Shoppen bin ich immer top motiviert, dass ich shoppen kann. Und nach dem Shoppen bin ich immer voll aggressiv, weil da so viele Menschen waren, die alle warten und man muss sich anstellen. Und oh, nee. Also für heute ist echt wieder genug mit Shoppen. Und die Frage ist jetzt, wo steht mein Auto? Sucht Connys Auto. Mit Conny. Mein Auto ist weg. Ich kann mein Auto mal wieder nicht finden. Ach ja, mein Rekord, mein Auto zu suchen, aber das war nicht hier, das war in einer Tiefgarage mit meiner Freundin, war circa eine Stunde. Haben wir mein Auto gesucht, weil wir vergessen haben, wo wir es hingepackt haben. Aber so wird es uns jetzt hier hoffentlich nicht gehen. Auto, wo bist du? Die Leute denken sich sicher alle, was ist das für eine Verrückte, die allein mit ihrer Kamera spricht. Aber muss einem egal sein. Ich frage mich eher, wo ist mein Auto? Hey, hier schaut's gut aus. Auto. Mein Auto. Tschüss, Primark. Das ist meine Ausbeute von heute. Nicht besonders viel. Aber wie gesagt, die ganzen Leute haben mich aggressiv gemacht und ich hatte einfach keinen Bock mehr. Und wenn man keinen Bock mehr hat, dann sollte man es einfach lassen. Ja, und jetzt werde ich mal ins Auto einsteigen, mal mein Handy checken, ob irgendwer geschrieben hat. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Und dann werde ich mal nach Hause fahren. So, ich bin jetzt im Auto und ich habe jetzt geschaut, wie spät es ist. Es ist 17.17 Uhr. Das heißt, ich war jetzt ungefähr 1:20 Uhr shoppen und habe schon eine Schnauze voll. Also ich bin wirklich, mit mir kann man wirklich keinen Shopping-Day machen, weil ich habe wirklich, spätestens nach 2 Stunden gibt mir gar nichts mehr. Ich bin nicht so die typische Frau. Erstens habe ich voll selten Lust zu shoppen. Voll selten. Und wenn ich da mal Lust habe, dann vergeht die Lust voll schnell, sobald ich nämlich dabei bin. Und heute war es wieder so. Ich hatte so Bock, ich war so motiviert. Und dann sah ich die ganzen Leute in der Primark-Umkleidekabine. Und dann, nein.
Ich verstehe das Prinzip nicht. Ich konnte mich da drinnen jetzt nicht so beschweren, aber warum darf man nur 8 Sachen in die Umkleidekabine mitnehmen? Okay, ich verstehe, dass man nur 8 Sachen in die Umkleidekabine mitnehmen kann, weil sonst wird das ja für die voll blöd zum Wegräumen und so. Ich meine, ich arbeite ja auch im Verkauf, so nicht im Gewandverkauf, also im Kleidungsverkauf, aber ich verstehe schon, dass es sonst komplett doof ist für die ganzen Verkäuferinnen und so und dass dann auch viel zu viel passieren kann mit Diebstahl und so, aber ich verstehe nicht, warum ich mich dann nochmal anstellen muss, um die anderen 8 Teile zu bestellen. Das finde ich schon krass, ne? Wenn da eine mega lange Schlange ist, man stellt sich die ganz mega lange Schlange an, darf dann nur 8 Teile probieren und danach muss man sich nochmal bei der mega langen Schlange anstellen. Und dadurch habe ich es auch nach einem zweiten Durchgang irgendwie aufgegeben. Obwohl, eigentlich hätte ich noch urviel Zeug gehabt, was ich probieren wollte. Und ich hätte auch sicher noch voll viel Zeug gefunden. Aber diese blöde Anstellerei hat mich genervt. Ich bin generell eine. Ich kann nicht warten und ich kann auch nicht anstehen. Das merkt man immer bei mir in die Freizeitparks. Ich bin dann immer diejenige, die sich als erstes die Fastpässe und die Speedpässe oder wie auch immer das überall heißt, kauft. Mit dem man nicht so lange warten muss, weil ich hasse warten. Ich weiß nicht, das liegt einfach so in meiner Natur. Ich hasse warten. So, wir sind jetzt auf diesen coolen SCS-Parkplatz. Und ja, ich würde sagen, wir machen es jetzt mal auf dem Weg nach Hause. Ich werde jetzt, wie gesagt, noch mein Handy checken und so. Mal kurz durchatmen, weil ich bin mir sicher, um diese Uhrzeit werde ich jetzt auch gleich mega im Stau stehen. Und dann sehen wir uns nochmal, wenn ich wieder zu Hause bin. Hallo zurück, ich bin jetzt zu Hause angekommen und Leute, ich habe irgendwie dieses blöde Stativ nicht gut festgeschraubt beim Wegfahren und deswegen glaube ich, sind die ganzen Bilder davor jetzt komplett verwackelt. Ja, aus Fehlern lernte man, ich bin noch Anfänger mit dieser Kamera und vor allem mit diesem Stativ. Schaut mal, ich habe es da drauf geschraubt, habe das aber so gehabt und nicht so fest und das gehört aber so. Und deswegen ist es die ganze Fahrt lang immer so gegangen. Vor, zurück, vor, zurück, vor, zurück. Ich kann es gerade gar nicht so gut demonstrieren. Es war auf jeden Fall eine Katastrophe. Und deswegen bin ich mir nicht sicher, ob da jetzt irgendein nützliches Bildmaterial dabei war und irgendwas gesehen habt. Beziehungsweise irgendwas, was nicht verwackelt war, gesehen habt. Was soll's, das ist mein erstes Follow Me Around Video. Seid nicht so streng mit mir. Aus Fehlern lernt man. Und es ist ja noch kein Meister vom Himmel gefallen. Ja, was werde ich jetzt noch machen? Ich werde zu Hause gehen, werde meinen Hund spazieren gehen. Es ist gleich 18 Uhr. Ich habe mal Köln 5, 6, 7, 7 oder wie das heißt schauen. Danach werde ich Berlin der Gutnacht schauen und danach werde ich wahrscheinlich das Hol-Video für euch drehen, dass ihr das dann auch bald mal sehen könnt. Allzu viel war es ja nicht, aber naja, wenigstens wird das Video da nicht ewig lange. Gut, ihr Lieben, dann hoffe ich, euch hat mein Video gefallen. Wenn ihr mehr Follow-Me-Around-Videos wollt, postet es mal drunter, dass ich weiß, ob sich das überhaupt auszahlt, sowas zu drehen. Weiß nicht, ob euch sowas gefällt. Ich dachte, ich probiere es halt einfach mal aus. Jo, und dann wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal, ihr Süßen. Tschüss!